Kleine Kinder, diese Woche gibt der Himmel Amnestie für die Seelen, wegen dem Fest meiner Himmelfahrt. 15. August 2017, 16.55 Uhr, Aufruf der heiligsten Jungfrau Maria an das Volk Gottes. Kleine, der Friede meines Herrn sei mit euch und mein mütterlicher Schutz begleite euch immer. Meine Kleinen, heute ist ein sehr spezieller Tag im Himmel, einmal mehr wird meine glorreiche Himmelfahrt gefeiert. Ich wurde mit Körper, Seele und Geist von den Engeln in die Herrlichkeit Gottes geführt. Große Freude herrscht heute im Königreich meines Vaters, alle Engel und Seligen stimmen im Chor in meinen Namen ein und loben die Heiligkeit Gottes, welche Gnade des Allerhöchsten für diese seine demütige Dienerin. Mein Vater freut sich und der Himmel gibt den Segen für alle Seelen und alle Geschöpfe. Kleine Kinder, diese Woche gibt der Himmel Amnestie für die Seelen, wegen dem Fest meiner Himmelfahrt. Besucht die heilige Eucharistie und nehmt teil am Bankette des göttlichen Lammes. Betet meinen Rosenkranz mit Leidenschaft und betet für die Intentionen des Papstes und um einen einmaligen vollkommenen Ablass zu erhalten, der euch dazu dienen wird, viele eurer Sünden zu löschen. Ihr könnt ihn auch aufopfern für die ewige Ruhe der armen Seelen im Fegefeuer, besonders für jene, welche die Barmherzigkeit Gottes am nötigsten haben. Heute feiern alle Seelen im Himmel zusammen mit den Engeln mit besonderer Freude meine glorreiche Himmelfahrt. Die Schöpfung meines Vaters ist heute gesegnet und Millionen Seelen werden durch die Gnade Gottes und zu Ehren seiner demütigen Dienerin in den Himmel hinaufgebracht. Alle Seelen des Fegefeuers werden an diesem Tag bewegt. Die einen werden in die ewige Herrlichkeit gehoben, andere kommen an Orte im Fegefeuer, wo ihre Reinigung viel erträglicher ist und die Seelen des dritten Fegefeuers erhalten eine Ruhepause. In dieser Woche, Kleine, gibt es im Himmel viel Fürbitte für die Seelen, benutzt es deshalb, meine Kleinen, um für die Seelen eurer verstorbenen Familienangehörigen und Vorväter und euren Stammbaum zu beten, damit er geheilt sei und ihr und eure Generation befreit werdet von generationsübergreifenden Ketten. Der Segen des Himmels fließt diese Woche reichlich, folgt deshalb den Anweisungen, die ich euch gab, damit ihr diesen großen Segen gewinnen könnt, den euch der Himmel zum Fest meiner Himmelfahrt schenkt. Schenkt mir viele Rosen, meine kleinen Kinder, vereint im Gebet mit eurer Mutter, mit den Engeln und Seligen, damit wir alle vereint die Herrlichkeit Gottes loben. Neben dem Gebet meines Rosenkranzes, möchte ich, kleine Kinder, dass ihr mir das Salve Regina singt. Ich vergesse euch nicht. Der Friede meines Herrn begleite euch immer. Es liebt euch eure Mutter, Maria von Nazareth. Macht meine Botschaften bekannt, kleine Kinder meines Herzens.